Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr wissen wollt, wie der Carinthia Biwaksack, der Observer Plus, sich bei mir die letzten Jahre geschlagen hat, ob es sich gelohnt hat, ihn anzuschaffen, was ich gut finde und was nicht, dann bleibt's einfach dran. So Leute, was erwartet euch bei dem Video? Auf jeden Fall mal kein Review, davon gibt es genügend, sondern meine persönliche Erfahrung mit diesem Biwaksack. Ich habe den jetzt 2 Jahre gehabt oder habe ihn schon seit 2 Jahren und bei Wind und Wetter, bei Schnee und bei Wärme. Tja, dann zeige ich euch noch, wie man ihn aufbaut, ein paar Details dazu, was ich gut finde und nicht und wie man ihn wieder fix zusammenlegen kann. Einfach ein paar kleine Tipps noch. Das Packmaß vom Observer ist relativ klein, das heißt, es sind hier so circa 35 cm und 12 cm Breite, hat aber ein gutes Gewicht von ungefähr 1750 Gramm. Ja, bevor ich aufbaue, mache ich den Platz immer ordentlich frei von so Zeugs wie Tannenzapfen, Steckerl und was halt hier so rumliegt. Ich denke, dass der Biwaksack das aushalten würde. Also wenn der drauf liegt, dann wird er nicht gleich kaputt gestochen werden. Ich mache es aber trotzdem und ich schaue auf jeden Fall auch, dass die Fläche so einigermaßen gerade ist, weil sonst rutscht man eventuell auf seiner Isomatte im Biwaksack hin und her und das ist nicht so angenehm. So, zuerst platziere ich die Unterlage, das ist die Bundeswehr Elefantenhaut, die originale übrigens noch. Ihr könnt auch andere Unterlagen nehmen, egal, Hauptsache es liegt irgendwas drunter, was den Biwaksack etwas schonen kann. So mache ich es zumindest. Ja, je nachdem wie ihr den zusammenpackt, mal geht es schwerer, mal leichter zum Rauszupfen. Was ich normalerweise, bevor ich den Biwaksack überhaupt auspacke und ausrolle, so wie eben gerade, ist bei schlechtem Wetter sowieso ein Tarp drüber zu spannen. Dann kann ich unten drunter trocken und mit Ruhe erstmal den Biwaksack aufstellen. So, das ist das Gestänge für den Kopf. Was ich hier super finde ist, zum einen geht es natürlich leicht zusammenzulegen und aufzubauen. Und das andere ist, es gibt hier keine scharfen Kanten. Also wenn man da drüber geht, das ist echt super glatt. Das finde ich ist sehr wichtig, damit man den beim Durchschieben da nicht aufraut. Und das haben die gut gelöst. Außerdem, wenn das mal so eine Stange, wenn die mal kaputt geht, ist auch kein Drama. Die gibt es für 20 Euro bei eBay zum Kaufen. Und der hat ja überall hier diese Schlaufen. Insgesamt sind das 6 Stück. 1, 2 und unten nochmal eine. Und die sind für Heringe, aber ich muss ehrlich sagen, das ist ganz selten, dass ich die wirklich mal festmache. Also, dass ich den Biwaksack mit dem Hering am Boden befestige, das kommt äußerst selten vor. Natürlich kann es dann auch passieren, dass man in der Nacht das Ganze ein bisschen verrutscht. Also, wenn man da richtig fest drin sitzen möchte, sollte man das auf jeden Fall mit dem Karabiner, mit dem Hering noch verankern. Aber ich finde, durch das Eigengewicht rutscht der eh nicht so großartig weg dann. Habe ich bis jetzt nur 2 Mal benutzt oder so. So, ich bin nochmal umgezogen mit dem Biwaksack, weil das Licht war so schlecht und ich denke mal, man sieht das jetzt einfach viel besser als vorher. Hier haben wir nochmal so eine Schnur drin. Das ist also dieser Kopfteil, wo man rausschauen kann. Also kann man hier nochmal festziehen. Das mache ich immer sehr fest, weil das dann nicht so rumschlappert einfach. Finde ich sehr angenehm. So, und da haben wir das berühmte Guckloch da auch schon, wo man seine Kamera durchstecken kann oder auch andere Sachen, wie man will. Und ja, und ich habe das eigentlich immer offen, auch im Winter, zumindest, also wenigstens so ein Stück da, damit da einfach die Luft zirkulieren kann. Und hier ist dann auch schon das Moskitonetz. Das ist dann meistens zu. Also das habe ich immer zu gehabt. Genau, den Rest, den kann man dann nur von innen bedienen. Da ist der Kopfbereich ganz klar und da steigt man ein, logisch, das kann man also super aufreißen und da hatte ich auch noch nie Probleme mit dem Reißverschluss und da werde ich auch so, denke ich mal, die nächste Zeit keine haben. Allerdings, und wie man gerade gesehen hat, manchmal verklemmt sich hier das etwas, das Gore-Tex da. Es verklemmt sich dann mit dem Reißverschluss, einfach dran ziehen und wieder offen. Das hält das aus, das ist überhaupt kein Problem. Allerdings finde ich es ein bisschen blöd. Das sind 2 Wege hier, da ist auch wieder so
Da klemmt es dann gern mal, wenn man zu schnell ist. So. Also wenn man da drin liegt, man kann halt dann eben rausschauen. Ganz bequem hier. Ja, man sieht einfach von der Umgebung noch was. Herrliche Sache. Ist aber trotzdem schön windgeschützt. Also Wind- und Wettergeschützt. Klasse Geschichte. Platz. Also wie man sieht, ist schon viel Platz hier drin und man kann da auch ganz locker Buch lesen noch oder so. Ich tue ja immer meine ganzen Sachen hier rein, die ganzen Pouches und so, was ich mit habe, damit nichts draußen rumliegt und ich immer weiß, wo mein Zeug ist, immer griffbereit. Was mir hier fehlt, ist definitiv, ja, einfach so, immer hier so vielleicht, dass man da was hatte, wo man einen Pouch befestigen kann oder so eine kleine Tasche oder so eine Netztasche. Finde ich äußerst schade, aber es ist halt ein militärischer Biwaksack und da kommt es halt nicht auf so Kleinigkeiten an, jetzt wie im zivilen Bereich. Also so ein Netzerl da oben, das wäre schon klasse. Dann könnte man eine Taschenlampe reinlegen, Brillen etwi und so weiter, wie beim Zelt eben. Das fehlt mir hier total. Ja, dann haben wir hier das Moskitonetz, das ist da so aufgerollt. Das ist manchmal im Dunkeln recht fummelig, um das abzukriegen mit dem Gummi. Ich habe mich da schon oft vertan, die falsche Richtung gemacht oder so. Auf jeden Fall, so würde das dann ausschauen. Ja, wunderbar. So ist es halt mit Moskitonetz. Die ganze Geschichte kann man hier so rausschauen. Auf der Rückseite ist es dasselbe. Da oben, ach, das geht jetzt aber fummelig. Da oben ist der Reißverschluss dafür. Ich versuche das einigermaßen zu zeigen, ja, dass man das auch wirklich im Biwaksack sehen kann. So, zu das Moskitonetz. Jetzt kommt der schöne Teil. Ich mache es jetzt wieder auf. Wenn das Moskitonetz zu ist, kommt man nicht mehr an den Reißverschluss von der großen Luke. Und das finde ich total blöd. Heiliger Strohsack. So, Luft. So, das hier ist also auch ein Ein- und Ausgang übrigens. Und naja, man kann sich auch mal bei schlechtem Wetter hier ein Käffchen machen. Dann stellt man seinen Kocher einfach dahin. Kann hier so ganz gemütlich liegen, muss vorne nicht aufmachen. Ist eine gelungene Sache. Habe ich schon ein paar Mal so gemacht. Also einfach hier einen Kaffee gekocht. Und naja, wenn es richtig übles Wetter ist, macht es durchaus Sinn. Man muss sich natürlich schon im Klaren sein, dass der Biwaksack eben kein Zelt ist, also auch kein Ein-Mann-Zelt oder so, sondern es ist eben ein Sack. Der ist für die Pennpelle da, also man macht seinen Schlafsack da rein und ist vor Wind und Wetter geschützt. Auch wenn hier dieses Gestänge ist, das sorgt natürlich für einen Freiraum am Kopf und Schultern, ist sehr angenehm. Man kann ein Buch drin lesen, man kann am Handy zuppeln. Ja, wie auch immer, es fühlt sich einfach prima an mit dem Space da außen rum, es liegt nichts auf dem Gesicht und so. Und deswegen ist es aber trotzdem kein Einmannzelt. Das möchte ich noch hinzusagen. Ich habe den Biwaksack deswegen so gern und das hat man ja auch gesehen, weil man einfach ringsrum trotzdem noch mitten in der Natur ist und man kann einfach rausschauen ringsrum. Man ist näher an der Natur, sagen die Leute, die jetzt auch einen Biwaksack benutzen. Wahnsinn! Ein riesiger Bussard. Na gut! Natürlich wieder mal nicht auf dem Film drauf. Für was die sein soll, da habe ich schon mal eine Taschenlampe dran gehängt. Aber mehr wüsste ich da auch nicht. Vielleicht kennt ihr da irgendwas. Oder wisst ihr, für was diese sein soll. Das ist bestimmt was Militärisches. So, ja, wie ist der Biwaksack jetzt die letzten Jahre so für mich gewesen? Hauptsächlich nehme ich den Biwaksack ja in der frühen Frühlingszeit, später Herbstzeit und auf jeden Fall Winterzeit. Da ist das für mich schon so ziemlich, wenn es nur irgend geht, das Standard-Setup. Ja, so vom, wie ist das jetzt vom Kondenswasser, weil da wird viel geredet, dass da oben hast du dann eine Eiskristallhöhle und die tropft dir dann morgens ins Gesicht, also war bei mir bis jetzt noch nicht. Ich hatte einmal leichtes Kondenswasser, minimalst, da war es aber wirklich so saufeucht draußen und da habe ich dann mit einem
Mikrofasertuch einmal drüber gewischt und das war dann weg. Erledigt war die Geschichte. Also wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier irgendwie Kondenswasser hätte oder gehabt hätte, das mir unangenehm war. Da war schon Eis drauf, da war schon Schnee drauf. Ich habe also in jedem Wetter mit dem schon draußen verbracht oder bei jedem Wetter und ich muss sagen, ich bin einfach absolut top zufrieden mit diesem Biwaksack. Ich würde keinen anderen wollen. Ja, es gibt noch eine Alternative, wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht einen Ticken leichter sein will oder nicht so viel Geld ausgeben. Das wäre dann das Snackpack Stratosphere, den habe ich auch schon im Einsatz gesehen. Möchte ich jetzt aber keine Werbung drüber machen, sondern es wäre dann noch eine nette Alternative. Ja, das, was mir negativ ein bisschen aufgefallen hat, aber damit kann man leben, das ist, manchmal klemmt sich halt eben der Stoff ein bisschen ein am Reißverschluss, aber der ist so stabil, da zieht man dran und die Sache hat sich erledigt. Beim Moskitonetz, finde ich, gehört noch eine dritte Klammer hin, sodass man das beim Aufwickeln gescheit festmachen kann, weil da hängt es dann hier in der Mitte, das hängt da so geschissen, lapprig runter. Irgendwie stört mich das ein bisschen, aber das sind alles keine Sachen, die jetzt zum draußen übernachten so wahnsinnig wichtig wären. Ansonsten, wenn man drin liegt, fühlt man sich einfach wohl und geborgen. Es bietet dir Schutz vor jedem Wetter und vor Wind. Einfach klasse. Und es sind tatsächlich im Winter gute 5 Grad, möchte ich fast sagen, wenn man den zumacht. 5 Grad. Ja, es gibt den Biwaksack, noch ein paar Details zu dem Biwaksack allgemein. Es gab den mal auf Flecktarn, den gibt es aber sehr selten und wird beziehungsweise auch gar nicht tatsächlich hergestellt für den normalen Verbraucher, weil das müsste man dann in Auftrag geben bei Carinthia selber und ja, das würde dann in Massenproduktion gehen. Das kann sich natürlich keine Sau leisten von uns, deswegen gibt es den in der Standard- oder Hauptausführung auch nur so. Es gibt auch nur noch den Plus momentan, soweit ich das weiß. Was ist denn eigentlich der Unterschied zum Plus und normalen Observer? Der Plus, der hat halt noch die Fähigkeit, dass man von Nachtsichtgeräten eben nicht gesichtet werden kann oder sehr schlecht gesichtet werden kann. Dafür ist das Material ein bisschen dicker und das Ganze ein bisschen schwerer. Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben will, es gibt noch einen billigen Nachbau, der kostet dann um die Hälfte weniger. Und ja, also da hat der Markus, ich blende mal das Video ein, in dem Video hat der Markus mal so, was er auf den ersten Blick an Unterschiede erkannt hat, weil er hatte den nachgebauten und hat sich jetzt aber den originalen gekauft. Also da erklärt er nochmal ganz gut und übersichtlich die Unterschiede zwischen dem nachgebauten und dem originalen. Der Biwaksack muss ja auch mal wieder aufgeräumt werden und in diesen Packsack zurück. Das möchte ich euch schnell zeigen, wie man den zusammenlegen kann. Ich mache es halt immer so. Auf jeden Fall lasse ich hier schon mal offen. Das ist ganz wichtig, damit die Luft nachher da leicht raus kann. Ja, das wird ein riesen Luftsack nachher, wenn man das zusammenlegt. So, als erstes falte ich hier die Kanten ein. Das muss immer so ein bisschen eckig sein, das Ganze, sage ich. Und hier ist ja auch dicker als wieder unten. Deswegen rolle ich das dann so ein. Und den Packsack nehme ich immer so ein bisschen als Maß. Dann weiß ich schon ungefähr, woran ich bin. So, dann die Stangen mit rein. Und dadurch, dass ich Reißverschlüsse offen gelassen habe, kann da schön die Luft entweichen. Packsack rein, drum. Sogar ein bisschen kleiner geworden als der Packsack. Krass. Gar nicht schlecht. Das war's. Fertig. Muss ja auch nicht besonders schön sein, wenn man am nächsten Tag einpackt, muss es schnell gehen, finde ich immer. So, erledigt. So, eingepackt, keep it simple, schnell und einfach. Aber man muss ihn sowieso nach einer Übernachtung nochmal daheim aufhängen. Wenn ihr sonst noch wissen wollt, welche Ausrüstung ich habe, schaut doch mal in meine Webseite oder auf meine Webseite vorbei. Würde mich sehr freuen. Ansonsten war es das jetzt von dem Video mit dem
Biwaksack. Was mich interessieren würde, wäre, welchen Biwaksack nutzt ihr, wenn ihr den gleichen habt, welche Erfahrung habt ihr? Schreibt mir doch mal ein bisschen in die Kommentare, was ihr lieber mögt, mit Biwaksack, ohne Zelt oder sonstiges. Ich würde mich drüber freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns wieder auf meinem Kanal hier irgendwann demnächst bei schönem Wetter oder auch nicht. Hier draußen in der Natur, macht es gut. Danke fürs Reinschauen. Servus, ciao.